Hallo, in diesem Video nur eine kleine mögliche Update-Strategie zu Ubuntu 10.10. Wir sind öfters gefragt worden, ob sich denn der Umstieg bzw. das Upgrade auf Ubuntu 10.10 lohnt und wollten da ganz kurz mal unsere Sicht der Dinge kundtun. Ubuntu 10.04 ist eine LTS-Version, die 36 Monate oder 3 Jahre mit Sicherheitsupdates und Programmupdates versorgt wird. Ubuntu 10.10 ist keine LTS-Version. Diese wird in Anführungsstrichen nur 18 Monate mit Sicherheitsupdates versorgt. Hier mal einige Punkte, mit denen Sie leben müssen, wenn Sie nicht Ihr Ubuntu auf den aktuellsten Stand bringen. Zum Beispiel der Firefox. Jetzt nur als Beispiel für ein Programm, nicht absolut zu sehen. Der Firefox, er wird über das Synaptic-Paketverwaltungsprogramm installiert und aktualisiert. Unter Ubuntu 10.04 ist die Version 3.6 vom Firefox dabei. Wenn mal irgendwann der Firefox 4.0 erscheint, dann wird dieser nicht über die Synaptic-Paketverwaltung installierbar sein. 10.04 bleibt die 36 Monate lang beim Firefox 3.6 stehen. Natürlich können Sie den Firefox selbst aktualisieren. Das haben wir damals schon unter Ubuntu 9.10 gezeigt. Dieser bzw. diese Version, die blieb nämlich beim Firefox 3.5 stehen. Auch wenn Sie also diese Versionsstopps problemlos umgehen können, einfach selbst aktualisieren, so ist die Aktualisierung über die Paketverwaltung doch viel einfacher und angenehmer. Das jetzt allerdings auch nur exemplarisch, denn genau genommen hat auch Ubuntu 10.10 ebenfalls wie Ubuntu 10.04 den Firefox 3.6 onboard. Wie gesagt exemplarisch, denn mit OpenOffice und jedem anderen Programm ist's genau das gleiche. Wenn Sie also scharf sind auf die neuesten Anwendungen und diese auch wie bisher mit dem Synaptic-System auf dem aktuellen Stand gehalten werden sollten, dann müssen Sie auf 10.10 aktualisieren. Dadurch, dass Ubuntu 10.10 aber wie alle anderen Ubuntus ebenfalls kostenlos ist, gibt es keinen großen Punkt, der dagegen spricht. Es wird nicht erwartet, dass Ihre Hardware langsamer wird, nur weil Sie halt dort auf die neueste Version aktualisieren. Da wird sich nichts ändern. Wer Probleme unter Ubuntu 10.04 oder unter einer älteren Version mit der Hardware-Unterstützung hat, das heißt der WLAN-Chip wird nicht unterstützt oder die Soundkarte wird nicht unterstützt, der sollte Ubuntu 10.10 auf jeden Fall mindestens testen. Sie müssen es ja nicht direkt installieren. Über die Live-Nutzungsmöglichkeiten einer Ubuntu DVD oder CD haben wir schon ausführlich berichtet und insoweit ist der Test auf jeden Fall sinnvoll. Wer sein System produktiv nutzt auf der anderen Seite, der dürfte nicht daran interessiert sein, ob sein OpenOffice oder ob sein Firefox immer in der aktuellsten, neuesten Version vorliegt. Wobei das jetzt wieder mit dem Firefox nur exemplarisch zu sehen ist, denn der ist zurzeit noch bei 3.6, es gibt nichts Neueres und unter Ubuntu 10.10 ist er ebenfalls auf 3.6 und wird auch dort weiter gepflegt, nur halt in Bezug auf den Firefox 4. Der wird nicht kommen unter 10.4 wie unter 10.10. Also für die User, die das Ganze produktiv nutzen, für die sind Sicherheit und Stabilität das Wichtigere. Und das hat er schon mit dem jetzigen System, sonst hätte er es ja nicht installiert. Bei 10.04 wird er also 3 Jahre versorgt. Das ist für die Nutzer das Wichtigste. Die, die damit Geld verdienen, die eventuell ihren Ubuntu-PC in einem kleinen Unternehmen einsetzen oder in einem Verein und überhaupt keine Lust haben, jetzt wo alles funktioniert, das Ganze eventuell mit einer Stunde oder zwei wieder auf einem neuen System ebenfalls ans Laufen zu bekommen, die bleiben natürlich bei Ubuntu 10.04. Alle anderen, die aber definitiv sagen, ich gehöre nicht zu der Gruppe, dass ich Probleme habe und auf jeden Fall das Neue testen sollte und ich gehöre nicht zu der Gruppe, dass ich hier unbedingt Geld verdienen muss und deswegen der Rechner gar keine Ausfallzeiten haben darf und deswegen bleibt Ubuntu 10.4 bleibe, alle anderen sollten es ruhig mal testen. Das Update ist einfach. Wir haben bereits in unseren Videos gezeigt, wie Sie von Ihrem kompletten PC eine Live-DVD erstellen können. Das heißt, Sie können Ihr komplettes Ubuntu auf eine DVD packen, vorausgesetzt natürlich, die DVD ist groß genug und so weiter, und bei einem Fehlschlag jederzeit wieder das alte System zurückinstallieren. Das war über dem Artikel Ubuntu, Ihre eigene Installation als Live-CD, haben wir das Ganze ganz gut gezeigt. Da aber alle Einstellungen im Grunde im Benutzerverzeichnis liegen, reicht es eigentlich auch aus, wenn Sie Ihr komplettes Home-Verzeichnis auslagern, zum Beispiel auf eine DVD oder auf einen USB-Stick. Also lautet die Empfehlung von uns eher ja. Der Standardfall, der sollte updaten. Es sei denn halt, Sie verdienen Geld damit mit Ihrem Computer und können sich das auf keinen Fall leisten.
Allerdings, das Risiko ist auch für diese Benutzergruppe ziemlich klein, da das jetzt hier kein großes Update ist. Das wird zwar über die Versionsnummer nicht unbedingt sichtbar, aber ich sage jetzt mal, von den Innereien hat sich nicht so viel getan. Bei all dem gilt allerdings, das ist nur unsere Meinung und die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay.